Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in unserer Arctic Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir ein Fleischfressergehege gebaut mit zwei neuen furchteinflößenden Bewohnern, nämlich zwei Aerosteons. Und diese haben natürlich auch wieder wundervolle Namen von euch bekommen. Außerdem haben wir noch einen schönen Fluss gebaut und einige Besucheranlagen für unsere zahlenden Gäste. Heute geht es dann an den letzten Teil des Parks und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, los geht's. Und genau an dieser Stelle geht's hier weiter mit unserer Arctic Jurassic World. Wir haben ja nur noch diesen kleinen Bereich, den wir bebauen müssen. Also nicht mehr viel, aber ich möchte da auf jeden Fall noch ein weiteres Gehege hinbekommen, denn ein Dinosaurier oder eine Mod fehlt hier auf jeden Fall noch in unserem Park. Die wurde sich auch schon häufig gewünscht von euch in den Kommentaren. Vielleicht kann es jetzt der ein oder andere schon erraten, was das sein wird, aber ich verrate es noch nicht. Ich baue jetzt hier erstmal das Gehege, schön hier am Wasser entlang. Gehe auch gar nicht ganz zum Rand, kann ruhig auch später noch ein bisschen Wald hinkommen. So groß muss das Gehege nämlich gar nicht werden. Weil es ist nicht der größte Dinosaurier, aber trotzdem ein sehr gefährlicher. Jetzt habt ihr schon so viele Hinweise. Viele wissen jetzt sicherlich, was hier reinkommt in das Gehege. Ich mache sie auch noch ein bisschen kleiner. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Versuche das jetzt in einer schön geschwungenen Form hier zum Abschluss zu bringen. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Die Kurve hier vorne gefällt mir noch nicht ganz von der Form. Sieht nicht so wie in einem Guss aus. Das ist immer ein bisschen blöd. Da muss man immer dann ein bisschen rumprobieren, dass man das vernünftig verbindet. Hier auch passt es auch wieder nicht. Aber jetzt sieht es gut aus. Ich denke mal, so ist das in Ordnung. Hier vorne soll auch eine Beobachtungsgalerie rein. Falls ihr euch fragt, ich habe die Dinosaurier, die heute in dieses Gehege kommen, schon freigelassen. Habe das vorhin schon aufgenommen, weil das Entwicklungslabor, das stand ja vorher genau an dieser Stelle, wo wir jetzt bauen, weil wir halt keinen Platz mehr dafür übrig haben. Also ein Entwicklungslabor wird es ja auch nicht mehr geben. Aber es macht ja gar nichts. Brauchen wir im fertigen Zustand nicht. Ich mache jetzt hier erstmal schnell den Doppelzaun hin. Kriegen wir, denke ich mal, alles easy hin. Da sind wir schon geübt drin. Doppelzaun zu erstellen ist ja an sich auch nicht schwer, zum Glück. Geht ja mal relativ gut. Und dann können wir gleich mal gemeinsam entscheiden, was für Zäune wir da verwenden. So, mal schauen, ob das gut aussieht hier. Ja, das sieht super aus von der Form. Sind dann auch direkt am Fluss, den wir hier gebaut haben. Das ist auch nice. Der Übergang hier ist natürlich immer etwas schwierig, muss man sagen. Hier vorne an der Stelle. Oh, jetzt haben wir hier sowieso ein Problem. Wartet mal, da müssen wir mal nochmal ganz kurz versuchen, hier die Kurve in einem Guss hinzubekommen. Genau, dann können wir hier nämlich ein besseres Zwischenstück setzen. Aber es ist okay, wenn wir in diese Richtung einfach gehen. Machen wir es nochmal kurz weg. Dann können wir hier nämlich nochmal einen Pfosten reinmachen. Der dann irgendwie hier ist. Jetzt haben wir nämlich hier zwei Einrasspunkte und können dann hoffentlich das Ganze vernünftig verbinden. Die Kurve jetzt gut, ja, das passt. Und jetzt noch dahin. Und dann sieht das doch schon ordentlich aus, hier der Übergang. Ja, das ist super. Dass dann an dieser einen Stelle das Ganze ein bisschen schwächer ist vom Zaun, geht nicht anders. Aber macht auch nichts, finde ich jetzt nicht so schlimm. Versuch's jetzt hier, können wir es hier sogar anders vielleicht machen? Weil hier ist auch nicht diese Leiter. Und man kann tatsächlich so machen. Brauchen wir gar nicht so ein... Ah ne, so ein Zwischenstück sollten wir trotzdem setzen. Definitiv. Dann müssen wir dann auch nochmal eben den Zaun so ziehen. Hier das Ganze wegmachen. Dann ist es auch genau wie auf der anderen Seite. Das muss schon sein. Macht, denke ich mal, viel aus. Haben wir halt immer nur an der Galerie jeweils so ein kleines Stück. Oh, das sieht doch super aus, der Übergang.
Ein Tor habe ich jetzt auch wieder gar nicht eingebaut. Das werde ich wahrscheinlich auch sein lassen, weil ich hier den letzten Zaun noch verwenden möchte. Zumindest den letzten auffälligen Zaun. Diesen hier. Diesen riesigen. Den finde ich nämlich auch super cool. Diesen großen Stützen. Kommt auf jeden Fall nach außen. Damit die gefährlichen Wesen, die da reinkommen, auf keinen Fall ausbüchsen können hier. Das wäre nämlich ziemlich uncool. Und der kleine Zaun in der Mitte, den werde ich, denke ich mal, diesen hier machen. Schön mit Strom. Strom ist nämlich auch wichtig bei solchen gefährlichen Dinos. Oh, jetzt habe ich einen zu viel da weggemacht. Aber das macht rein gar nichts. Machen wir jetzt einfach wieder das Ding hier hin. Falsches Tool ausgewählt. So, das sieht doch schon ganz cool aus. Das mache ich jetzt mal eben hier fertig. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an, wie das Ganze aussieht. Entferne hier sogar die Zwischenstücke, weil dann wird der Zaun hier ein bisschen schöner, weil er dann nicht diese Lücke da drin hat. Ihr seht ja, hier kann man komplett durchgucken. Wenn das weg ist, dann nicht mehr. Finde ich ein bisschen nicer. Mache ich jetzt an allen Stellen, außer hier ganz am Anfang. Da finde ich das schon wichtig. Hier könnten wir sogar dann ausprobieren, das nochmal mit dem Zaun hier zu machen, das Stück. Ne, das sieht komisch aus. Was ist mit dem hier? Auch komisch. Dem hier. Ah, ist eigentlich egal. Lassen wir so. Okay, das sieht aber schon ziemlich cool jetzt aus. Sieht auf jeden Fall High Security aus. So sollte es auch sein. Und hier hat man dann natürlich auch nochmal eine schöne Sicht in das Gehege. Und die Einschiebbahn wird auch oben drüber dann fahren. Die Einschiebbahn werde ich hier einmal am Rand entlang führen. Außerhalb des Geheges. So schön in der Rundung hier vorbei. Und dann nach hier vorn. Wie sieht das aus? Das sieht doch ganz ordentlich aus. Hier hätten wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausholen können, dass das so ein bisschen mehr geschwungen ist. Also, dass ich die Kurve noch ein bisschen mehr nach außen trage. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Wegen machen. Ich weiß gar nicht, was wir hier an Gebäuden noch hinmachen wollen. Ich hatte ja eigentlich geplant, dass der Weg hier hinten lang geht. Ich glaube, ich werde das ändern. Also, ich glaube, ich werde hier einfach eine Kurve vorher machen. Dass das Ganze mehr so ineinander übergeht. So ist ein bisschen nicer. Und irgendein Gebäude können wir hier auf jeden Fall noch hinpacken. Können wir mal kurz schauen, was es hier noch an Betriebsgebäuden gibt. Eventuell... Ah ne, das hatten wir schon, ne? Das hier eventuell. Haben wir aber, glaube ich, auch schon verbaut, oder? Ja, das dürfte das hier sein. Okay, das haben wir auch schon. Dann nehmen wir am besten noch das Sicherheitszentrum, ne? Genau, das gibt's noch. Das würde hier sogar reinpassen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das könnten wir sogar hier direkt ans Wasser fast machen. Sieht auch aus wie so ein kleiner Schutzbunker. Also sehr angebracht bei den gefährlichen Sauriern, die da reinkommen. Ich platziere es mal erstmal hier hin und dann gucken wir mal. Das ist dann soweit fertig. Sieht so aus. Fällt mir eigentlich ganz gut. An der Seite geht es auch klar. Vielleicht können wir auch noch einen Zaun dann vormachen, weil das ja direkt an dem Fluss ist. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das mit dem Weg machen. Habe ich nämlich noch keine Ahnung. Vielleicht machen wir auch gleich so ein bisschen einen High-Security-Eingang dahin. Bin ich mir noch unsicher. Oh, hier kann man, glaube ich, gar nicht so nah ran an das Gebäude. Ja, hier das so schon mal machen. Hier ist das 3 breit. Und hier vorne können wir erstmal 2 breit machen. So ungefähr. Das müssen wir dann gleich verbinden. Ich finde das mit dem Weiß gar nicht so schlecht. Um ehrlich zu sein, hier, dass hier so ein kleines weißes Stück ist. Vielleicht könnten wir hier auch noch ein bisschen mit dem weißen Weg arbeiten, dass das hier dann auch ähnlich ist. Müssen wir dann natürlich hier schauen, dass das leichter übergeht. So ungefähr. Ist das hier hugelig? Gibt's ja gar nicht. So. Oh, hier ist der Weg natürlich eine kleine Macke drin. Können wir aber gleich noch beheben. Das sollte kein Problem sein. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch noch verbinden. Mit diesem Weg würde ich jetzt sagen, dass wir
glaube, so finde ich gar nicht so schlecht. Und dann würde ich jetzt nochmal eben schnell die Macke hier beheben. Ich überlege noch, ob wir da vielleicht einen Schutzbunker hinmachen. Hier vorne. Oh, das würde sogar hier einrasten. Hier an diese Stelle. Einfach nur zur Sicherheit, weil da halt gefährliche Dinos reinkommen. Und ich glaube, viel mehr würde ich hier gar nicht machen. Bin gerade auch am Überlegen, ob wir das Gebäude sogar hier entfernen, damit wir hier noch Wald vormachen können. Dass wir eventuell dort nur den Schutzbunker hinmachen. Wird wahrscheinlich sogar cooler aussehen, wenn wir auf dieser Seite dann auch Wald haben. Kann man hier nämlich noch gar nichts erkennen, wenn man da langläuft. Hier will ich aber auf jeden Fall mit den Bäumen nicht zu sehr ins Wasser gehen. Gerade hier vorne nicht. Vorne natürlich noch ein bisschen mehr Bäume. Aber das sind dann gleich alles die Feinheiten. Hier werde ich dann auch nochmal mit dem Schneetool ein bisschen rübergehen, dass es nicht ganz so grün aussieht. Und ein bisschen weißer ist. Aber an sich gefällt mir das schon gut. Dann ist da hinten die Wall, die große. Ist nicht schlecht. Der Bunker ist jetzt auch fertig. Der sieht dann so aus. Ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser, als hier noch das große andere Gebäude reinzuquetschen. Hier dann vielleicht nochmal wieder ein paar Bäume einfach hinmachen. Gerade hier am Rand auch natürlich. Dann mal hier außen rum Bäume. Aber am besten gleich so, dass die da nicht reinragen. Weil der eine Baum hier ist ziemlich doof. Der ragt halt in den Zaun rein. Das wollen wir natürlich vermeiden. So, hier vorne könnten wir sogar auch nochmal ein bisschen dichter machen, das Ganze. Dann ist der Übergang da mit dem Fluss ein bisschen schöner. Und dann hier noch ein paar Felsen hin. Dazwischen. Können auch ruhig mal eine Säule dann weniger sein. Wobei, ne, eigentlich fand ich die ganz schön, die Säule da. Machen wir den Felsen hier hin. Dann sollte die Säule dadurch nicht beeinträchtigt werden. Und dann können wir wieder einiges an Büschen noch malen. Büsche sind immer gut. Hier am Rand auch. Übergang ist jetzt auch super. Hier im Wasser können wir natürlich auch noch ein bisschen gestalten. Wir können auch noch mal ein paar Felsen wieder hin auf diese Seite. Auch mal da ruhig ein bisschen ins Wasser ragen. Und auch mal ein bisschen variieren, dass wir auch noch mal andere Felsen benutzen. Nicht immer nur die gleichen. Sieht ja auch doof aus. So, das sieht doch schon schön aus. Jetzt noch wieder ein paar Büsche hier rein. Das Ganze zu begrünen. Aber auch nicht zu sehr übertreiben. War mir da gerade schon fast zu viel. Weiß nicht, ob... Ah, das geht aber noch. Die sind mir hier ein bisschen too much, diese Büsche. Die sind ein bisschen zu krass. Mache ich dann lieber dann diese normalen rein. Die sehen ein bisschen eingeeister aus. Die Pflanzen, die passen da ein bisschen besser rein. So. Sehr schön. Ich habe mich jetzt doch hier für das Sicherheitszentrum entschieden. Weil wir hatten hier vorne schon einen Schutzraum und dann hier daneben direkt nochmal ein. Das war irgendwie ein bisschen doof. So finde ich es auch ein bisschen schöner. Sieht dann mehr High Security aus, gerade bei diesem krassen Zaun hier und dem krassen Gehege. Da können wir jetzt auch schon anfangen zu gestalten. Mal schauen, wie wir das machen. Ich glaube, ich werde hier relativ viel mit Bäumen arbeiten. Dass es richtig schön waldig ist. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Hier so ein bisschen Wasser. Das ist schon mal nicht schlecht. Das wird dann, wird man gleich auch nicht mehr so doll sehen, weil ich das halt mit Bäumen auch verdecken werde, teilweise. Mit dem Baumtool ist halt immer leider ein bisschen random. Wäre cooler, wenn man die echt einzeln platzieren könnte. Könnte man da auch noch mehr machen. Okay, das ist mir ein bisschen zu viel. So ist das schon gar nicht so schlecht, der Anfang. Vielleicht mal ein paar Felsen da noch rein. Gerade hier in der Mitte so. Könnte man gut so einen großen Felsen machen. Dann vielleicht hier an den Rand nochmal kleiner auf die Seite. Hier hinten auch nochmal. Ja, das ist doch super. Hier mache ich dann nochmal einen anderen Fels hin am besten. Bitte für ein bisschen Variation. So, und vielleicht auch nochmal einen hin. Aber das ist gar nicht schlecht, dass das Wasser hier sogar weggegangen ist. Zwar auch ein bisschen random, aber finde ich jetzt völlig okay. Futterspender, müssen wir natürlich auch schauen. Das ist auf jeden Fall Fleischfutter.
Wäre vielleicht gar nicht so schlecht hier. Wenn wir den dann noch irgendwo hinkriegen. Können auch den auch erst hier hin machen. Weil die Position in der Mitte finde ich eigentlich ziemlich cool. Dann machen wir da gleich einfach einen anderen Felsen hin. Oder hier hinter einfach. Das sieht, glaube ich, auch cool aus. Dann versperrt das auch nicht die Sicht. Hier vielleicht am Rand nochmal ein. Weil ich will es eigentlich nicht so sehr übertreiben, aber ich mag diese Felsen einfach. Die sehen einfach richtig cool aus, so beschneit. Gefällt mir richtig gut. Deswegen platziere ich die so viel. Da werden wir gleich noch wieder ein bisschen mehr überpinseln, das ist ja ganz klar. Dann sieht das auch nicer aus. Jetzt will ich mal kurz schauen. Ja, schaut mal, da kann man echt noch gut drauf gucken. Unter dem Baum durch. So soll das Ganze auch sein. Wir brauchen hier auf jeden Fall aber auch noch einen Ziegenfutterspender. Da weiß ich noch nicht, wo ich den hinmache. Würde ich den halt wirklich lieber hier an den Rand machen. Das macht nichts. Und dann nochmal wieder ein paar Bäume hin. Schön ist ja, man kann ja auch zwischen die Felsen immer ein paar Bäume machen. Das ist ganz nice. So, der hier kann ruhig nochmal wieder weg. Palme, da bin ich jetzt nicht so Fan von, muss ich sagen. Aber, ja, ich weiß nicht, geht halt nicht anders, ne? Die Palme wird wahrscheinlich immer als erstes kommen. Oh ne, da haben wir sogar einen Baum ohne Palme. Das ist auch schon ziemlich gut. Und jetzt nochmal mit dem Buschtool und so darüber. Dann könnte das hier schon sehr cool aussehen. Hier am Rand, wo es grün ist. Mache ich mal kurz noch ein bisschen weißer. Das Ganze. Sieht ja schon gut aus. Und jetzt hier nochmal mit ein paar Pflanzen rüber. Da will ich jetzt einfach so ein bisschen random die Pflanzen. Eigentlich egal. Dann haben wir es, glaube ich, gleich schon fertig. Jetzt nehme ich nochmal wieder ein bisschen grüner. Und das wäre dann das Gehege. Finde ich eigentlich ganz cool. Sieht auch wieder ein bisschen anders aus als die anderen Gehege. Und ich finde auch die Optik cool. Sind jetzt auch keine Höhenunterschiede drin. Das hätte ich vielleicht auch noch machen können. Aber das macht es halt immer nur problematischer. Von oben gefällt mir das auch gut. Und das hier sind die letzten Dinosaurier für unsere Arctic Jurassic World. Gefiederte Velociraptoren. Richtig coole Mod. Das dürfte jetzt, glaube ich, Delta sein vom Skin. Oder Charlie. Oder Echo. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Mega passend. In so einem Schneepark. Das gerade war Charlie. Jetzt kommt Delta. Sieht auch mega gut aus. Der Skin. Böse, der guckt. Das ist richtig nice. Und jetzt kommt Echo. Oh, da sieht man deutlich die Farbunterschiede. Der hat viel mehr Braun mit drin. Er sieht auch richtig gut aus, der Skin. Und natürlich kommt gleich als letztes noch, ja, wer könnte es anders sein? Nämlich natürlich Blue als Skin. Die Raptoren brauchen natürlich auch wieder schöne Namensvorschläge. Das ist jetzt die letzte Chance, sich hier in der Arctic Jurassic World zu verewigen. Also gerne damit unten in die Kommentare. Eine Folge wird ja noch kommen. Und zwar, da werden wir eine Tour machen durch den Park. Und da werde ich auch das Save Game und die Modliste dann für euch veröffentlichen. Zwei weitere haben wir noch. Das ist jetzt einmal Tundra vom Skin. Boah, der gefährliche scharfe Zähne. Ich liebe diese Mod, die ist echt cool. Haben auch viele in die Kommentare geschrieben, dass ich die verwenden soll für den Park hier. Ist natürlich auch sehr passend, ne? Und der letzte, das ist das Alpinmuster. Damit haben wir unsere letzten 6 Dinosaurier jetzt freigelassen. Und die, würde ich sagen, bringe ich jetzt mal in ihr Gehege und dann schauen wir uns mal das Endergebnis an.
Und damit sind hier die Raptoren angekommen. In ihrem High-Security-Gehege. Die Enten fressen sie schon. Ich hoffe, die büchsen mir nicht aus. So klug, wie die sind. Ja, aber Leute. Wir sind jetzt fertig. Das war der letzte Platz, der noch bebaut werden musste. Und damit ist unsere Arctic Jurassic World fertig. Also wir haben hier wirklich einen riesen Park geschaffen. Aber ich finde ihn wirklich schön. Meiner Meinung nach ist das der schönste Park, den wir jemals gebaut hatten. Also ist wirklich richtig, richtig nice. Aber es wird natürlich auch noch eine schöne Parktour kommen, wo wir die Jurassic Tour und die Einschienbahn fahren werden, uns alles nochmal ganz in Ruhe angucken werden und ihr natürlich dann auch von mir das Safe Game bekommt zu diesem Park und eine Modliste. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dieses Projekt bis jetzt so gefeiert habt. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich würde mich über ein Däumchen freuen, wenn euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ein letztes Mal, in unserer Arctic Jurassic World.